Ich habe natürlich dann in vielen Gesprächen mit Fans, mit Mitgliedern, aber auch an der Tankstelle beim Bäcker gespürt und die Forderung bekommen, wann wir dann endlich wieder Champions League spielen. Und habe natürlich schnell erkannt, dass so ein leichter Realitätsverlust hier doch vorherrscht und dass Anspruch und Wirklichkeit doch manchmal sehr weit auseinanderklaffen. Und ich hatte große Sorge, dass die Mannschaft diese schwere Phase übersteht und dass sie die richtigen Schlüsse zieht. Das war in dieser Phase eine ganz, ganz schwierige Situation. Dann habe ich aber das Werder Bremen kennengelernt, was uns zu Recht stolz macht. Unglaublich beeindruckend, wie eine ganze Stadt, wie eine ganze Region, wie jedes Mitglied der Fan, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle an einem Strang gezogen haben und eine unglaubliche Sensibilität entwickelt haben, was diese Mannschaft jetzt braucht. Und es war wirklich von meiner Seite aus als dann immer noch Außenstehenden sehr beeindruckend zu sehen, zu was dieser Verein fähig ist. Und letztendlich war es, glaube ich, auch der Schlüssel, dass wir diese Klasse noch gehalten haben. Die Mannschaft hat gespürt, dass sie ohne Angst in die Spiele gehen kann und hat dann auch in den entscheidenden Spielen gegen Frankfurt und gegen Hoffenheim die Kurve gekriegt, die nötigen Punkte geholt. Und dafür möchte ich mich auch persönlich nochmal bei Ihnen allen bedanken. Das wäre für mich natürlich der Super-GAU gewesen. Ich komme nach Bremen und Bremen steigt ab. Ja, dass wir die Klasse gehalten haben und hier auch nochmal ein kleiner Chart dazu, war natürlich ein unglaublicher Kraftakt. Und ich möchte an dieser Stelle auch unseren Trainer Thomas Schaaf, der mit einer unglaublichen kämpferischen Leistung, mit einer unglaublichen Willensstärke nochmal alles aus sich herausgeholt hat und alles dazu getan hat, damit wir auch tatsächlich am Ende über dem Strich stehen. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei ihm für die gemeinsame Zeit bedanken, auch bei seinem Trainerteam um Matthias Hönerbach, Wolfgang Rolf, Michael Kraft. Ich glaube, auch wenn Sie heute schon viel applaudiert haben, das ist nochmal einen ganz, ganz großen Applaus wert. Wir müssen der Realität ins Auge schauen. Wir werden das auch tun und wir haben alle richtig Lust drauf, Neues hier zu bewegen. Ja, die Entwicklung des SV Werder Bremen in diesem Bereich kann man, glaube ich, an diesem Chart ganz, ganz gut erkennen. Die Umsätze sind die letzten Jahre aufgrund der Nichtteilnahme an europäischen Wettbewerben und auch durch die Platzierung in der Bundesliga enorm gesunken. Dadurch auch der Etat der Mannschaft natürlich entsprechend. Nicht ganz einfach, weil wir natürlich auch Verträge haben, die laufen. Deshalb mussten wir sukzessive den Kader verkleinern. Das heißt im Klartext, wir sind wieder im Aufbau. Wir müssen wieder versuchen, zurück zu unseren Wurzeln zu kommen, wieder die Dinge zu praktizieren, die uns früher stark gemacht haben. Kreative Transfers hin zur Nachwuchsarbeit, beziehungsweise die Spieler, die wir ausbilden, für die wir viel investieren, in unseren Kader zu etablieren. Und wir haben alle riesig Lust drauf, dieses Thema anzugehen.